Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein legt Prognosen zufolge im Vergleich zur Wahl 2018 deutlich zu und kommt auf rund 35% der Stimmen. SPD, Grüne und AfD liefern sich ein enges Rennen um Platz 2 mit jeweils um die 16%. Für die SPD mit Innenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin ist das Ergebnis eine klare Schlappe. Die Sozialdemokraten erleiden im Vergleich zu 2018 deutliche Einbußen. Eine Regierungsmehrheit unter Führung der SPD ist nicht in Sicht. Sie könnte am Ende sogar nur auf dem 4. Platz landen. Die FDP könnte den Prognosen zufolge an der 5%-Hürde scheitern und ebenso wie die Linkspartei aus dem Landtag in Wiesbaden fliegen.